Aber im Großen und Ganzen, jedes Mal, wenn ich wieder kam, sah ich, und dann hatte ich einen Tag gearbeitet und es ging wunderbar. Ich brauchte mich nicht so schlappern und also einbringen. Deswegen fand ich das wunderbar und bin eigentlich sehr, sehr stolz und froh darüber, dass es so geworden ist, wie es geworden ist und dass du das fast alleine geschafft hast. Und ganz, ganz wenig Unterstützung von meiner Seite. Also das ist wirklich, der Lob gehört wirklich nicht mir, sondern mir. Aber du hast mir geholfen, über Grenzen hinzugehen, weil ich meistens perfektionistisch bin. Ja. Alles so. Und nee, es muss das grob. Und dann hat er wieder eine Vorlage so von Münch. Edward Münch, ja. Also viele Leute, finden, das ist ein schönes Bild, of das tut etwas mit den Leuten. Aber das ist alles ganz grob gemalt. Und so hat er so, da hat mir die ganze Zeit über die Grenze gehabt. Ich denke, ja, hier ist ein Stein, so, da muss doch genau da muss ich schaffen. So, nee, das muss doch grob. So habe ich auch grob. Lieber Jochen, ich glaube, ich weiß schon, was ich sage. Aber komm, alles wohl so, ist einfach ein Problem, weil das hier so das Wasser ist, auch mit den fleckigen Effekten, was nicht gut ging. Aber es stellt sich heraus, dass die wunderschön sind. Dass gerade dieses leichte Grobe, auch hier, was hier so geschieht, das Bild nicht stört, sondern im Gegenteil. Deswegen hatte ich so ein paar Beispiele gemacht, um mir Mut zu machen, es darf so sein. Es gibt wunderbare Beispiele in der ganzen Kunstgeschichte, die Impressionisten, die das sogar als Stil entwickelt haben. Und insofern macht mir kein Problem, das ist wunderbar. Und vielleicht ist es sogar ein Anfang, als Malerei für die Wand oder so vielleicht, dass da noch was geschehen darf. Jetzt, wo du das gemacht hast, aber auch in deiner eigenen Malerei. Vielleicht wächst was. Ich gehe jetzt mal wieder raus. Ich lasse dich allein. Das ist das erste Mal, dass du Deutsch zu mir sprichst. Oh. Ich dachte, ja, toll, ich mach das. So. Und dann ich bin wirklich über Grenzen gegangen. Das Grobe, das ist. Ich dachte, das ist nichts für mich. Ich dachte, das ist, aber Jochen hat auch gesagt, vielleicht ist es auch besser, wenn du grob weitermachst, auch auf Leinwand. Ja. Das, dann kann ich mir ausdrucken. Ja, ja. Und nicht das fotografische. Ja, das genau. Vielleicht. Ja, ich weiß, er hat recht. Du hast recht. Da liegt es dazwischen. So, ich glaube, dass dir beides liegt. Da liegt es dazwischen. Aber du hast auch dieses Vorher. Ja. Ja, da hat es viele Vorlagen. Ich bin jetzt 10 Jahre bei Jochen. Ja, über 10 Jahre. Und er hat immer so Vorlagen gegeben von berühmten Maler und so. Da habe ich so viel von gelernt. Das macht dieses Unterteil in seinem Kurs, dass er hat Bücher. Und da habe ich so viel Inspiration von. Ich kann das nicht immer so ausdrücken, aber der hat mir inspiriert. Ja, das ist nicht in eine Stunde entstanden. Das ist wie ein Park auf der Rasen gemäht. Und da hat der Jochen gesagt: Nee, ist gut so, ist gut. Ja, und dann hier, oh, die Flecke hier, nee, das ist ja, das hat ja. So hat es. Und wir haben ja viele Mal da gesessen so und gucken, was die Malerei noch fragt und was dann noch braucht und so. Aber ohne Jochen hatte ich das nicht geschafft. Ja? Denke ich. Ich danke euch alle für kommen und ich habe es so gern gemacht. Ich habe es heel graag gedaan. Wie heißt es jetzt? Seelenlandschaft. Daarom braucht er keine Gebäude. Ich habe noch genau versprochen, vielleicht kann ich hier ein Kloster, hat er ein Kloster irgendwo im Weißen Kloster, aber nee,
Nee, nein. Ich muss sagen, vielleicht ist es ein bisschen meine Schuld, dass das schöne Schwarze schwul ist. Ich fand sie nicht wirklich schlecht. Aber vielleicht denke ich dazu, wie er ist. War nicht gut. Die war so klein und der Bild dann eben so breit. Das war auch ein aus dem Spaß entstanden. Ja. Die Kursteilnehmer kamen, guck mal, da ist sogar die Schwanenburg. Ja. Ich hatte gesagt, dann müsste man sie vielleicht besser in den Hintergrund verplatzen. Ja, und für mich ist das hier der Weg zum Licht. Ja? Mhm. Aber für mich ist es mein Weg zu meinem Glücksgefühl. So habe ich das, ja, das, so habe ich das auch. Ich habe hier so das Licht hier. Hier eigentlich soll der Weg noch weitergehen hier, aber ich habe das so, ich habe das gelassen. So, das ist unser Weg. Und alle können etwas anders da interpretieren. Eine sagt, es ist ein Weg zum Gott. Oder da waren noch mehrere. Das soll er sein. Ja, genau. Ja, das finde ich sehr toll. Ja. Ich hatte erst hier ein Wort, so gemacht, so wie ein Po. Und plötzlich hat er gedacht, hat er gesehen, dass er eine Frau unter dem Wolke deckt. Aber das war da, das ist nicht mal auch schon da. Ja, das war da. Das Schöne ist, wir reden ja nur über das Gesicht. Das müsst ihr auch sagen. Vielleicht ist das ja Johanne, die träumt. Ach so, ja. Warum ist das? Das ist ein Geheimnis. Ja, könnte man sich gut vorstellen, das hat man schon. Ja. Ich sehe da nicht. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, auch da oben. Es sind noch mehr drin. Ja, das sieht jetzt auch gut aus. Ja, kann ich sagen. Ich kann hier, das ist der Kopf. Und das ist die Nase. Das ist die Nase. Also da ist so viel drin. Ja, da liegt da auch so drauf. Ja, genau. Ich fände es ganz schön, wenn man jetzt auch gemeinsam anstoßen würde. Ich fände es ganz schön, wenn wir noch gemeinsam anstoßen würden. Das ist ja auch ein bisschen wie eine Taufe und wir wollen aber jetzt nicht da in den Weltkopf starten. Eine Schiffstaufe, wir machen das anders. Wir haben in den Gläsern hier vorne, da ist alkoholfreier Sekt drin, wer da Wert drauf legt. Die Gläser dahinter sind gefüllt mit normalem, leckerem Sekt. Und hier gibt es O-Saft und dazu gibt es die Leckerheit von der Jolande. Und ich finde es schön, wenn da noch viele Dinge gesehen werden. Also man kann unglaublich viele Wesen erkennen. Ja, das ist so. Ja, also bitte. Könnte man da noch ein bisschen O-Saft zu oder so? Einfach so. Den nehme ich. Und wir können das alles mit O-Saft oder ohne? Mit Orangensaft? Dazu? Jochen? Ja. Was möchten Sie? Mit Orangensaft? Orangensaft? Schmeckt das besser mit dem Orangensaft? Dann ist nicht so viel Alkohol drin. Ja. Ja. Ja, danke. Der Orangensaft. Ja, ich nehme einen. Ja, moeten we ook gezamenlijk nog aanstoßen?
Ach, das ist die Bedeutung. Ich meine, ich bin aus dem Grund.